Willkommen bei Niklas und Mente mit einer neuen Ausgabe von Niklas und Mäntel. Hi. Toll, jetzt gibt's ganz viel Spaß und eine Party. Matteo, du bist krank? Ein bisschen. Ich habe immer so eine Stundenkrankheit, wo ich eine Stunde lang am Tag krank bin und dann werde ich wieder gesund. Das musst du mir mal genau erklären. Ja, drück mal drauf und während der Suche erkläre ich dir das ganz genau. Okay, jetzt bin ich aber gespannt. Ja. Also, warte. Oh, ich muss das mal annehmen. Ja, also, weiß nicht, kennst du das nicht, wenn man so auf einmal geht so die Nase zu und man fühlt sich so ein bisschen komisch und denkt so, ah, ich werde bestimmt krank. Und dann aber so eine Stunde später ist alles komplett weg. Hast du noch nie gehabt? Was ist genau dieses krank? Warst du noch nie krank? Normal warst du schon krank. Vielleicht. Ja, ich war echt die letzten 8 Jahre, glaube ich, nicht mehr richtig krank, sondern immer nur dieses irgendwas, irgendein Virus hat sich bei mir festgesetzt und dann verbrennt in meinen Körper und das macht er jetzt gerade. Du hörst gar nicht zu, oder? Doch. Doch, schade. Haben wir bei ChatDuell jetzt eigentlich gewonnen? Jetzt, wenn die Folge ausgestrahlt wird, haben wir ja schon gewonnen, oder? Ja, natürlich. Geil. War ein richtig geiles Finale. Hydra, Hydra, Hydralis. Ich habe gestern mit Yoshi Arken gespielt. Boah, was echt? Und hat es geklappt? Ja, Yoshi ist ganz schön schlecht. Der labert ja immer so, ne? Ich bin Ja, so toll im Allen. ich Ich bin der weiß. Skiller der Welt. Ich weiß. Aber Video schneiden kann der. Alter, ist der fast, ne? Ja, das ist gut. Der macht doch immer Presets und so. Das benutze ich alles gar nicht. Da schäme ich mich immer ein bisschen, weil ich schneide ja schon viel länger Videos als der. Der macht das alles so richtig professionell. Also die Presets für Masken, Keyframes und Schnitte und so und die ganzen Shit. Also das speichert Für er. alles. Für Ah, alles. Für krass. Kameraposition, für Bildkorrektur, für Keying, alles, alles, Oh, alles. krass. Der schneidet nur das Video und dann haut er überall Sachen rüber und dann ist es fertig. Ja, das mache ich aber auch inzwischen, dass ich die Nein, Sachen. machst du nicht. Doch, doch. Also Nein, machst du doch. Na nicht. gut, mache ich nicht. Aber ich habe, also zum Beispiel für das Liegestütze-Video, da habe ich mir auch Presets gemacht, damit Für das jedes. Liegestützvideo. Ja, weil da musste doch jedes Fenster, also jedes. Da waren auch Ach immer so so, vier wurde Fenster so. nebeneinander, ne? Und dann habe Ach, ich mir, das. genau, dann habe ich die vier Fenster alle Presets vorher gespeichert und dann musste ich immer nur das auswählen, was da gespeichert war. Es war ja immerhin 24 Stunden Video, was da geschnitten werden musste. Fast. Hast du GSL eigentlich schon mal geguckt? Ja, gestern. Da kannst du dir gute Zerg-Strategien abgucken. Nee, weil die GSL, da wird ja nur gecheest, ey. Nee, heute nicht. Heute war ZVZ, da war ordentlich. Okay. Ja, aber heute habe ich es ja nicht gesehen. Aber gestern habe ich gesehen, wer waren das? Weiß ich Okay, nicht. los geht's, du Schwein. Okay, los geht's. Haben wir einen Zerg-Gegner oder was? Nee. Terran. Okay, dann spiele ich nochmal. Sonst hättest du nicht nochmal gespielt? Nee, dann aber gegen ZVZ will ich ja diesen komischen, so einen ganz komischen Pressure-Build machen, diesen 13-12. Will ich ja mal ausprobieren. 13, Ja. 12. Oh, Bumblebee kennt dich. Ich kenne auch Bumblebee, das ist doch von Transformers, oder? Das ist korrekt, ja. Ich erinnere mich auch an Bumblebee, wir haben schon mal gegen ihn gespielt, glaube ich. Haben wir? Ja. No. No. Das treffen. Jetzt denkt er sich so, was? Honor hat Fans? Voller Quatsch. Hey, ich hab den getrollt. Hehehe. So, ich weiß gar nicht, ob ich heute. Ich habe vorhin schon ein paar Proto-Spiele gemacht. Die liefen Und sehr gut. okay. Achtung, oh.
Achtung. Ja, ich habe mir Bist du die Drohne? Die Drohne hat mir, ich bin alles. Ich bin jede Einheit. Okay, Standard-Opener. Boah, hast du Maru gegen Snoot gesehen auf der Map hier? Das war aber nicht in der GSL, das ist einfach so ein Ladder-Game. Das habe ich mir gestern angesehen. Alter Schwede. Krieg ich Linge? Ja, wenn der Pool durch ist, kriegst du vielleicht auch Linge, ja. Ich bin voll, ich habe die ganze Zeit Lust, dich auch zu trollen jetzt hier heute. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ja, dann troll mich doch. Es könnte sein, dass wir einfach die ganze Zeit verlieren heute. Na gut, wenn du das willst, dann machen wir das so. Alter, du bist so, weiß ich nicht. Kann man dich eigentlich irgendwie aus dem Konzept bringen? Also kann man dich eigentlich irgendwie wütend machen? Warst du schon mal wütend? Ich weiß es gar nicht. Also ich erinnere mich nicht das letzte Mal, also so leicht wütend war ich glaube ich schon mal in den letzten 10 Jahren einmal, aber so wirklich wütend, dass ich so richtig ausgerastet bin, noch nie. Krass, ey. Ja, weiß nicht, ob das... Und auch nie depressiv oder so? Doch, doch, depressiv bin ich immer mal so. Wir haben ein Problem. Machen wir bitte zwei Paar Länge. Ja. Und eine dritte Queen. Ja. Kriegen noch Länge. Mhm. Oh Gott, ey. Was? Kommst du klar im Live? Doch. Ich will jetzt aber die dritte nehmen und der Reaper fucken. Nimm noch. Ja, du so. Komm, hau ihn weg, den Arsch. Ich hab ihn weggehauen, den Arsch. Nice. Voll Arsch, 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 Okay. Was ist da jetzt passiert? Das war das Arschlied. Ah, kommt das auch als Single? Heute kann mich nichts aus der Ruhe bringen. Ich hatte gestern einen sehr entspannten Tag und habe mich selbst wiedergefunden. Schön, oder? Echt, wo warst du denn? Ja, ich war ja ein bisschen, wie hat Joshi es genannt? Niklas, über dir hängt heute eine schwarze Wolke. Das war die ganzen letzten Tage so. Aber heute ist wieder alles gut. Heute kann mich sehr nichts gut. aus der Ruhe bringen. Ja, das wollen wir nochmal sehen, das schaffe ich locker. Selbst wenn wir heute alles verlieren, das wäre mir völlig egal. Weil ich hab einfach Spaß. Arsch, 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 Arsch. Okay. So, wir sehen irgendwie nichts. Da könnte alles Mögliche kommen. Minus ein Marine. Krieg ich eine Creep Queen eigentlich? Ja, hast du schon. Wo? Ach, da. In der Natural. So, hier ist ein... Oh, zwei Factories. Das sind Hellions mit Drops. Ach du Scheiße. Blue Flame Hellions mit Drops. Was machen wir da? Was machen wir da? Roaches? Roaches und bis dahin Mastlinge bauen jetzt. Ich habe einen Overlock-Ressource halt dafür. Okay. Aber geben wir in Roach-Upgrades oder geben wir in Ling-Upgrades? Nee, Roaches nur zum Verteidigen und dann Mutterling, würde ich sagen. Okay, alles klar. So wird's gemacht. Oh, ich hab keine Zerg. Erinnere mich mal bitte daran, Zerg-Hotkeys zu machen. Nach dem Spiel. Und mach einen Spire direkt, ne? Ja, Spire kommt. Das ist ein Viking. Wann kommt denn dieser Drop? Drop? Ich weiß es nicht. Die haben schon gebaut. Das könnte auch ein Tank, also ich meine, das sind Blue Flame Hayans oder Tank Drops. Okay, also baue jetzt ein paar Roaches. Linge gebaut, okay. Dann nehme ich die Linge zum Angreifen und die Roaches machst du zum Verteidigen. Okay. Da rechts kommt ein Liberator, oh Gott. Oh shit, oh shit. Aber wir haben schon Spore, ich verteidige. Echt, Spores habe ich schon gebaut, ja. Ja, super. Ne, direkt Mutas. Roaches brauchst du gar nicht bauen, wie es aussieht. Okay, die lasse ich weg.
Da kommt er, da kommt er, da kommt er. Der Schweinehund. Ja, aber auch direkt Mutas, da kommen noch gute Mutas. Ja, ja. Sobald das Ding hier durch ist. Panzer und Helvets. Vielleicht auch doch auf Roaches. Ne, die haben ja gar nichts gegen er, oder? Oh, der schießt uns hier die Dings kaputt. Nein. Mach Mutas, schnell. Ja, Mutas, komm jetzt. Einfach mal Smooter. Kannst du eine vierte Basis noch nehmen? Mache ich jetzt gerade schon. Boah, der Penner, ey. Schießt, will jemand Roaches abschießen? Ich spiele Mac mit Liberator. Ja, da sind die Mutas. Mac mit Liberator, oh shit. Ja, ich weiß nicht, was wir da spielen. Das weiß ich leider auch nicht. Ich habe noch nie gegen Mac gewonnen, weißt du das? Ich glaube, Lingen sind nicht gut gegen Mac. Ja, wir haben jetzt aber Ultralisten. Ja, das könnten wir probieren. Mach schnell auf Hive. Komm, wir riskieren. Wir riskieren. Nimm ganz viel Gas. Ja. Und ich versuche sie im Schacht zu halten so lange. Und mach weiter Media Upgrades, ja? Ja. Gut, das brauchen wir gar nicht mehr. Ja, du kannst ja trotzdem direkt auf Hive. Ja, mach die vier Stück direkt. Benutze die vier Stück und mach mit den Stress oder so. Ja, sicher. Nochmal. Direkt auf Five. Mehr Gas, mehr Gas, mehr Drohnen. Ja. Mineral Field depleted. Haben wir nur einen Roach? Und ein Ravager. Wird den Ravager. Hast du den Ravager gebaut? Glaub nicht, aber weiß nicht. Könnte sein, dass ich ihn auch wieder gedrückt habe. Muss ja gebaut haben. Ich drück den Hive an, du. Der ist doch schon längst angedrückt. Achso, dann drücke ich mal das Armor Upgrade für dich an. Der ist schon halb durch, ja danke. Das ist gut. Warte, machen die so, Linge pumpen wir aber auch, weil die brauchen wir auch zum Support. Kommt der erste Push jetzt schon? Nee. Und nicht mit den Drohnen übertreiben jetzt, ne? Ja. Die wollen jetzt. Schnell auf Ultralistung jetzt. Direkt Ultra covern. Ja, Sekunde. Okay, kommt. Und 3-3 Upgrades, soweit es geht. Ja, erstmal Adrenalin, also dieses Dings für die Linge, damit die Cracklinge werden. Ja, aber können wir dann die Liberator überhaupt irgendwie abschießen? Ja, die machen wir dann mit Corrupt dann, wenn wir was verlieren. Okay. Erstmal wollen wir auf Ground alles töten. So, ich spare jetzt erstmal, bis die Dings kommen. Das war das ein Drop? Weiß ich nicht. Da kommt irgendwas. Ja, da ist ein Drop, da ist ein Drop. Ja, ich hab noch Mutas. Ultras. Und macht das Supply frei, ne? Ja, ich baue jetzt extra gar nichts, weil wir die Ultras gleich bauen. Creep spreaden, Creep ist super wichtig. So, Schweinehund. Okay, nice. Oh, ist das spannend. Ja, oder? Ja, total. So. Alter, wie lange braucht diese Ultralisk-Cavern jetzt? Mach direkt Chinese Plating, ne? Ja, habe ich direkt angedrückt. Und jetzt kommen erstmal 6 Ultras. Okay. So. Was haben die denn für eine Army? Ja, Mac mit Liberatoren. Mac mich doch am Arsch. Field
So, die Ultras sind draußen. Aber bitte noch nicht angreifen, erst wenn das Upgrade durch ist. Mach mal einen Great Aspire direkt. Ja, okay. Dann haben wir den Das Tag hört sich schon mal. gut an. Ja. Das gefällt mir. Das gefällt So, und mir. ich gehe jetzt, glaube ich, noch mal ein paar Linge-Suiciden, oder? Ja, hier sind noch ein paar an der Base. Du hast eine Base nicht gehotkeyed, die sechste, glaube ich. Alles voll mit Ultras. Mach hinten Runball, genau. Ja. Oh. Oh, die haben sich gut abgesichert. Ich glaube, wir brauchen Bootlord Corruptor auf lange Sicht zusammen mit Ultras. Ja, okay. Mach alle Upgrades, die gehen. Okay, Upgrade Power. Zweiten Spire? Nee, ne? Nee. Sind das alle Nee, Units? nee. Denke Oder kommt schon. da noch was? Nee, wir sind gemaxed, also wir haben Okay, jetzt dann werde ich nicht. jetzt in die Main laufen mit allem. Ja, auf was remax ich? Erstmal Ultralisten. Nochmal Ultraling, würde ich sagen. Okay, das ist perfekt. Die laufen gerade raus und ab geht's. Ja, tauscht richtig ab. Ja, bin hier richtig gut dabei. Richtig abtauschen. Ja, irgendwie verlierst du nicht genug Supply, aber okay. Damit kann ich Ich leben. habe die komplette Basis zerstört. Alter, wie schnell die Cracklinge und die Ultralisten das alles weg. Ja, die sind Oh mega nein. nice. Richtig sick. Das hat auch, glaube ich, genau der richtige Style, weil die so immobil sind. Okay, jetzt verlieren wir was. Ja, ist okay. Lass ruhig alles verlieren. Ich fülle alles wieder auf. Immer noch die eine Base nicht gehotkeyed. Welche? Wo hast du einen Sammelpunkt hin? Wo hast du den? Da, okay. Ja, renn einfach wie ein Wahnsinniger mit den Cracklingen überall rein, damit die überhaupt keine Ruhe haben. Brauchen Ultras für die Planetary. Und ich würde sagen, jetzt als nächstes Corruptor. Achte darauf, dass du jetzt viel Gas nimmst auch. Ja. Planetary ist auch weg. So, Corruptor sind auf dem Weg. Na komm, Mit na dem komm. Corrupt. Oh Gott, Was denn fast was? die Planetary nicht bekommen. Ich? Ich habe fast die Planetary nicht bekommen. So, jetzt Achso. machst du, genau, sammeln die mal hinten. Jetzt machen wir wieder, jetzt haben wir die kommt. Die müssen jetzt eigentlich einen Verzweiflungsbus spielen. Das heißt, wir spielen jetzt Ultraling, Corruptor, Broodlord. Du kannst auch übrigens, obwohl wir haben gar nicht mehr so viele. Welche Basis habe ich jetzt nicht gedingst? Ich nehme einfach mal wieder alle rein. Jetzt können wir keine. Okay, nicht so viele. Was ist denn nicht so viele was? Okay, ich mache gleich nochmal einen Trade und danach machen wir dann Bootlots, ja? Bootlord Corruptor. Okay, Also da Morph. kommen sie. Da Okay. kommen sie mit den. So viele Liberator. Ich mache wieder Geh immer wieder, Runby. ja, geh immer wieder auf die Bases. Ja. Scheiß auf die Army. Wir haben Und so du viele morphst Bases. jetzt. Du morphst jetzt hinten. Was Bootlords, morph ich sobald es denn? geht. Sobald es geht, Liberator. Bootlords. Okay, die haben ja gar nichts mehr. Ich glaube, wir müssen fighten. Ja, Ich dann lasse einfach mach. ein paar Aber Länge bei denen. ja, die Frage ist jetzt, brauchen wir die Nur Bootlords Corruptor, nur überhaupt? Corruptor. Ja, genau. Wir müssen irgendwie die Liberator irgendwann clearen. Ja, wir sind halt gemaxed, ne? Ja, noch nicht Also, fighten. nee, will ich auch gar nicht. Ich fight jetzt erstmal mit der Army. Weil die kann ich ja locker rausnehmen. Ja, die kannst du komplett zerstören. So, Ultras vor. Und jetzt einfach nur Corruptor bauen, wenn es geht. Ja. Ja, die siegen sogar. Das heißt, man kann das alles killen. Easy life. Okay. Jetzt brauchen wir noch Ja. Corruptor. Ja, ich brauche alles, was wir kriegen in Corruptor. Das Micro. Easy life. So. Jetzt kannst du wieder hochdrohen erstmal. Aber wir haben sie. Nice, also das war ja echt gut.
Guter Plan von mir, oder? Ja, war echt gut. Also ohne Scheiß. Sehr gute Idee. Sehr, sehr gute Idee. Sehr gute Idee von dir. Toll. Weil gerade dieser Mac-Style ist mega ekelhaft, wenn man da irgendwie auf so einer... Also ich glaube, wenn wir Roaches und Hydras gegangen wären, hätten wir verloren. Ja, ich glaube, richtig scheiße hätten wir verloren. Ultralisten und Zerklinge sind gut gegen Liberator. Ja, guck mal, wir hatten über 300 APM. Nice. Nein. Doch. Wie viel hast du im Durchschnitt eigentlich auf deinem normalen Account? Ich alleine 130, 140. Ich auch, im Schnitt. Ich bin da schon immer nicht so der schnellste Spieler gewesen. Ich hatte mal so 180 bis 200, aber das war wirklich dann zu Hochzeiten. Ja, aber im ZVZ habe ich auch so 180, 190, aber nur weil ich die ganze Zeit klickt wie ein Blöder bei Link Bane Fights. Mit Zerg hat man allgemein mehr ab. Ja, ja, sowieso mit Creep und Inject und genau allein die Larven bauen und sowas. Genau, bei der Produktion alleine schon. Automatisch. Cool. Das war ja schön. Da haben wir ja richtig schön gewonnen zusammen. Mhm. Ja, also so macht es eigentlich auch Bock. Aber das war auch, die haben gar nicht so viel Druck gemacht, ne? Da war nur der Reaper am Anfang und dann war ja eine ganze Zeit lang gar nichts. Die haben sich einfach dicht gebunkert. Ja. Also ja, wie Ultralisten und Zerklinge mit Crackling-Upgrade, wie gut die sind gegen Gebäude. Die liebe ich gegen auch, Gebäude, Cracklinge. Ne? Das macht halt sau Bock, weil man dann mit denen überall reinrennt und der Gegner einfach nur verzweifelt, weil alles kaputt geht. Wusstest du, dass Cracklinge gewinnen sogar gegen Zealots? Also Zealots sind irgendwann nicht mehr effektiv. Oh, geil. Das finde ich also cool. nicht einer, aber wenn man halt eine gleiche Anzahl von, dann werden die Zealots einfach überrannt. Die müssen nicht mal komplett surrounded sein. Cool. Die wurden halt extrem stark gemacht. Dann gehen wir jetzt immer auf Crackling, okay? Immer. Ja, aber dann gibt es da trotzdem auch Counter gegen. Nee, gibt's nicht. Doch. Nee. 3-3 Cracklinge sind besser als alles. Vor allem, da kann man so unendlich viele von bauen. Da kann man alles zufladden. Das ist das Beste. Du bist blöd. Nein, du. Ich habe gestern trainiert. Mal wieder. Du trainierst eigentlich immer, oder? Du bist im Dauertraining seit Freeletics, oder? Ja. Oh, dass du da nie zur Ruhe kommst. Also ist doch voll krass, oder? Ja, aber man gewöhnt sich dann dran. Und dann vermisst man das, irgendwie Muskelkater zu haben. Und außerdem macht man dann richtig krassen Progress, wenn man jeden Tag oder jeden zweiten Tag oder so, ne? Das ist halt das Motivierende. Du machst immer Progress. Egal was ist, egal wie man gelaunt ist, ob es irgendwo läuft oder nicht läuft. Wenn du beim Sport dranbleibst, dann machst du Progress. Schick mal Nacktfotos. Was, dir jetzt, oder was? Ja, schick. Los. Nö. Warum? Na gut. Na gut. Warum finden wir jetzt hier keinen? Ja, weiß nicht. Frag doch mal das Battle.net-Orakel. Battle.net. Hast du gestern auch ein Update runtergeladen? Von StarCraft? Ja. Ja, ein 600-Megabyte-Update und nichts wurde im Multiplayer geändert. Ja, genau, das habe ich auch runtergeladen. Dachte ich auch so toll. Und ich habe gestern auf NA geladdert, weil ich ein paar Builds ausprobiert habe. Immer wenn ich Builds ausprobiere, ladder ich auf NA. Ein paar Kacknubs auf NA wegklatschen. Ja, genau. Und jetzt bin ich da auch dir. Voll gut. Ich überlege gerade, ob ich auf NA vielleicht in Master kommen könnte. Ja, easy. Hallo, da kommst du in die Grandmaster. Nein, sag mal. Das sagt man immer so, dass auf NA ist es viel leichter, aber ich finde es gar nicht so viel leichter. Okay, ich sag dir jetzt mal, von Noob zu Noob, nee, das macht keinen Sinn, von Niklas zu Matteo auf NA bedeutet halt Grandmaster so viel wie Top 50 Master EU und Grandmaster auf EU bedeutet so viel wie Bronze auf Korea. Exakt. So ist es schon seit Anfang an und das irgendwie ändert sich das auch nicht. Ich habe. Es gab mal einen guten Spieler auf NA. Also, der halt richtig solide gut gespielt hat. Mhm. Und das war Aydra. Also es gibt immer wieder ein paar, die tauchen auf. Hier, ne, Major zum Beispiel. Das ist ja auch Ex-Brute War-Spieler, aber der ist ja Mexikaner, oder was? Der trainiert auch immer wieder in Korea. Wen gibt's denn noch? Hier, den State. Ein guter Protoss. Der trainiert, der streamt immer morgens, der ist auch in Korea unterwegs. Der ist sogar Grandmaster auf Korea. Okay. Sogar Top 100 aktuell. Also der macht, bei dem gucke ich mir auch aktuell ein bisschen was ab. Aber sonst, so richtig langfristig gute Spieler. Wen haben wir denn da noch?
Snoot. Snoot ist wirklich gut. Snoot ist nicht NA. Achso, du redest nur von NA. Ich dachte jetzt außerhalb von Korea nur gute Spiele. Nein. Nur NA habe ich gerade. Okay. Wir haten jetzt hier ein bisschen auf NA rum. Mach doch mal eine NA-Challenge. Einen Tag nur NA, wie so wie du kommst. Macht keinen Spaß. Findest du? Warum nicht? Ja, da wird gecheased. Ja, da wird echt viel gecheased. Das ist mir aber auch aufgefallen. Cheese-Abwehr kannst du ganz gut erheben. Also ich habe ja da auch Cheese-Builds geübt und ich habe die Cheese-Builds musste ich immer gegen anderen Cheese spielen. Das war voll seltsam. Ich weiß auch nicht, was da läuft. Die haben nicht so richtig Bock auf solide StarCraft. Gibt natürlich immer Ausnahmen. So, was macht das SCV jetzt? Das weiß ich nicht. Baut das hier einen Bunker? Das will ich nicht. Oh, genau, das hat Maru gestern gespielt gegen Snoot. Also nicht gestern, sondern ich habe gestern das Spiel nur gesehen. Da hat er drei Bunker, also hat er Bunker, nee, Mars Reaper gespielt, also drei Racks. Und dann später hat er irgendwie voll viel Bunker vorne vor der Base gebaut. So ganz verrückter Käse. Hast du mir ein paar Scouting-Dinge? Ja, leider habe ich zwei Paar gebaut, sorry. Ist doch gut. Ich freue mich über jeden Ling, den ich bekomme. Ja, aber ich freue mich über, nee, ich bin traurig über jede Drohne, die ich nicht bauen kann. Oh. Ja. Oh. Voll traurig, ey. Oh, versuchen wir mal wieder so schnell auf Dings 3.3 zu kommen. Das hat voll Bock gemacht. Na, das kannst du auf der Map knicken. Da ist ein Bunker. Shit. Alter, du bist so langsam. Ja, ich sehe das ja erst, wenn ich. Dein Gehirn ist so. Der Bunker ist schon tot und du so, da ist ein Bunker. Oh, shit. Und dann hättest du reagiert erst. Bei dir wäre der Bunker einfach fertig. Ja, wäre auch. So, hier haben wir eine dritte Basis. Bauen wir ein paar mehr Zäcklinge. Wir wollen mal ein bisschen Druck machen. Okay. Sie spielen direkt drei Command Center. Lass mal irgendwie mit zehn Zäcklingen. Ja? Also die kannst danach dann aber auch direkt Eco wieder machen. Geht okay, dann nehme ich direkt danach wieder eine Basis. Ah, Speed ist irgendwie so. Ist das schnell? Speed ist immer genau gleich bei uns. Immer ganz normaler Standard Speed. Ich hab meine Hotkeys nicht umgestellt. Vorsicht, da ist ein Reaper. Okay. Die haben gerade nur Reaper und sonst nichts. Gut. Sobald du Speedlinge hast, werde ich die dritte nehmen. Und auf leer gehen. Ja, ich versteck die nochmal. Jetzt habe ich sie. Okay, los. Ich gehe jetzt Makro-Modus. Da sind noch vier Linge hinten. Die musst du nochmal mitnehmen. Schick die mit. Guck mal. Viel zu greedy waren die. Ich gucke. Nee, guck nicht. Drohnen. Sagst, guck mal, dann darf ich nicht gucken. Das ist ja mega gemein. Hey, Jens? Muss ich Einheiten bauen? Nee, ne? Aktuell noch nicht. Ah, okay. Ich kann hier nicht. Okay. Ja, den einfach. Ich nehme einfach die dritte und dann stehen wir defensiv, so okay. Oder ist es die zweite, die du denied hast? Das war die zweite. Haben die überhaupt ein drittes Command Center gebaut? Ich ja, glaube, das mal. Kann auch die Natural gewesen sein. So, oh, hier kommen Hey Jens jetzt, wir brauchen irgendwie Einheiten doch. Machen Spire, ne? Ja, das Spire kommt sobald. Ja. Wurde gerade gesetzt. Die kriegst du doch, oder? Das sind doch nur. Die sind voll angeschlagen schon. Ja, ich will es aber möglichst effektiv machen. Okay. Do it effective. Das war übrigens die falsche Basis, die du genommen hast. Okay, die spielen Mac.
4 Factories. Okay, machen wir wieder so. Ja, jetzt sind wir schon committed, ne? Oh Gott. Committed zu was? Ja, ja, bauen noch weiter her, Jens. Ist halt auf dieser Map nicht so einfach. Ah. Meine Kryptomore weg. Achso, die fahren zu unserer Natural. Ja, ja. Ja. Brauchen wir Einheiten, du. Ja. Ich muss gerade die Overlords auf Dings, die wir verloren haben. Okay. Mutas brauche ich jetzt aber nicht, oder? Doch. Doch. Brauch erstmal Mutas. Ja, Mutas kommen. Ja, 4 Mutas kommen. Wir verlieren hier gleich die Queens, wenn keine Einheiten mehr kommen. Ich doch, da kommt noch einer. Da kommen jetzt gleich Linge. Da kommen jetzt gleich Linge. Und Mutas. Oh shit, was ist jetzt los? Timer. Okay, das reicht an Zergling. Wir brauchen mehr Drohnen auch, irgendwie. Oh Gott, das wird richtig schwer, das Spiel. Oh, schon wieder haben die mir einen. Nimm mal die Mutas und schieß mal auf die Spackos. Alter, die machen ja Mass-Hellion. Ja, dann sind wir nicht so gut aufgestellt. Oh Gott, das ist ein Push. Ding. Die sind vor unserer Basis schon. Ich baue nur Einheiten, ich baue nur Einheiten. Ich nehme die Queens alle runter. Ich kopiere die auch. Baue neue Queens. Ja, gut gemacht. Sind die abgehauen, als sie die Mutas gesehen haben? Ja. Weiß ich nicht. Oh, okay, benutzt mal die Mutas. Die haben halt nichts gegen. Ja, so, du kannst die Queen wieder spreaden. Ja, die hat nichts gegen R. Oh, das wäre gut gewesen für uns, sogar hätte ich mit den Mutas angegriffen. Ich versuche jetzt trotzdem. Ich weiß nicht, ob das mit einem Hive eine gute Idee ist. Ja, weiß ich ja nicht, was du jetzt vorne für einen Druck machen kannst. Ja, gar keinen. Wo sind denn die Mutas? Ja die was Hayans. Machen die denn? Ich muss ja die Hayans irgendwie verteidigen hier. Versuchst du auf Ultras zu kommen? Ja, ja. Aber es hat sich halt delayed wegen dem Push. Wegen des Pushes? Wegen des Pushes, richtig. Okay, jetzt kommt erst der Hive. Boah, das wird halt. Oh, richtig schwer, ne? Jetzt kommen auch noch Widowmines. Also, wenn wir halt nicht auf Ultras kommen, sind wir direkt tot, wenn wir jetzt pushen. Ja, dann. Wir versuchen uns irgendwie Zeit zu kaufen, aber. Das sieht nicht rosig aus, du. Da kommt gleich der Push. Direkt Ultras andrücken, so schnell es geht. Eieiei, ist immer so spannend hier. Oh, ich habe einen kleinen Runway hier geschafft. Nice. Auf jeden Fall auch nicht weh getan. Kommt mal, Ultras. Ja, ich muss jetzt erstmal warten, bis wir. Hive ist durch. Ultra Cavern kommt. Kriegt die nächsten Upgrades. Ja. Vielleicht sollte ich ein paar Banlinge machen. Ich habe das Gefühl, wir sterben gleich. Ja, also, du kannst so Notfall-Banlinge machen, wenn die halt rauskommen. Aber davor bitte nicht. Hast du Banning Speed researched? Ja, ist in 2 Sekunden durch. Habe ich natürlich dran gedacht. Natürlich. Natürlich. Natürlich, also was denkst du denn? So, okay. Kannst du 3-3 angedrückt? Ultras. Also, du musst noch ein bisschen Zeit kaufen. Noch ein bisschen. Versuch's. Buy time. Achso, Overlord Speed bitte. Die haben. Ja, kommt. Okay, da kommen sie. Oh oh. Ja, gerade bauen wir die Ultras. Also, okay, gleich. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Gott, oh Gott, ist das spannend. Da ist die Ultralist, Kevin. Okay, da ist sie. Direkt Chitinous Plating. Ja, Overlord Speed. Overlord Speed ist schon angedrückt. So, 6 Ultras kommen jetzt. Wir haben noch ein bisschen Zeit.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich fülle auf mit Ling, den Rest, den wir nicht in Ultras bauen können. Okay, Freunde, sie kommen mit ihren Widowmines. Wenn wir Ultras haben, wir müssen ohne zu ziehen Ja. das Plating kaufen. Gefallen. Ja, lass sie erstmal da chillen. Ja. Lass sie da chillen. Titanius Plating ist aber auch halb schon über halb durch, ne? Überhalb. Über halb, ja. Also vielleicht noch 20 Sekunden. Versuch so viel Zeit zu kaufen wie möglich. Dann gehen wir mit den besten Upgrades da rein. Du kannst auch Dings morphen. Banelinge ganz viele Hab von ich, mir hab ich, hab aus. ich, hab ich. Okay. Okay, warte, echt. Genau, surrounde die komplett. Und dann. Okay, ich mach Jawohl, Kurs. genau. Ich muss, ich geh rauf. Okay, drauf, geh drauf, geh drauf. Alter, das zerstörst ja komplett. Ja, komm, ey. Null Chance. Aber zwischen dem Evil-Lachen war da sogar noch ein echtes drin, habe ich gehört. Komm, mach mir dick die Ultras. Ja. Jetzt kommen die Ultras. Wir sind leider gemaxt und mussten mal Supply loswerden. Ja, dieser Super-Makro-Modus gefällt mir richtig gut, ey. Ja, GG. Uah. Da ist doch ein echtes Lachen mit drin, oder was? Nee, ich übe gerade böses Lachen. Ach so. Krass, Ich dann ist lese gerade. dein Meine böses. Mama hat Ja. mir meine Facebook-Chronik geschrieben. Na, das wird wohl Oh, wieder ein oh je. lustiges Weihnachtsbild sein. Oh je. Gut, das war's mit Mantle of Honor. Das war ein schönes Spiel, das hat Spaß gemacht und wir haben richtig gut gespielt, Matteo. Ja, das stimmt. Das freut mich sehr. Danke fürs Zuschauen, Wiederschauen, reingehauen. Letzten Worte gebühren wie immer, Matteo. Ja, und die kommen wieder von Twitter, und zwar von Dark Mark. Und er sagt, Matteo out.